Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite, heute mit Seite 66. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns zu dir wenden, manchmal die Probleme erstmal zunehmen als abnehmen. Sprich heute durch dein Wort zu uns und tröste uns und gib uns das Vertrauen, dass du alles weißt und dass du der Sieger sein wirst, auch in unserem Leben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 5. Mose und Aaron sind vor den Pharao getreten, haben ihre Forderungen, die Gott ihnen aufgetragen hat, ihm gesagt und sind abgewiegelt worden. Der Pharao hat stattdessen befohlen, dass die Arbeiten noch härter gemacht werden und die Israeliten entsprechend mehr zu leiden haben. Wir lesen in Vers 12. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk, wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen, warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, mach die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet, Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand. Weil man sagt, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten, da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Die Botschaft des Evangeliums erscheint in den Augen derer, die erlöst werden soll, als etwas Negatives. Der Pharao benutzt die Botschaft Gottes, um den Israeliten einzutrichtern durch ihre eigene Erfahrung, dass Gott es gar nicht gut mit ihnen meint und dass es ihnen nur schlechter geht durch diese Botschaft. Das ist eine satanische Täuschung. Wenn wir glauben, dass es uns durch die Annahme des Wortes Gottes schlechter geht als zuvor, dann ist das das Wirken des Satans, der hier auch durch den Pharao spricht. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Gleich zu Beginn beginnen diese Warum-Fragen wie so oft auch in unserem Leben. Gott hatte ihm es vorher gesagt, aber trotzdem stellt sich Mose diese Frage, die wir uns auch so oft stellen, warum es jetzt so kommt und nicht anders. Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Wo sind die Erfüllungen deiner Verheißung, mit anderen Worten? Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob, erschienen als Gott der Allmächtige, El Shaddai. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Es gibt immer wieder neue Offenbarungen, die die alten nicht ablösen, sondern vertiefen. Die großen Patriarchen von 1. Mose kannten den eigentlichen Namen Gottes, wie er sich Mose offenbart, noch gar nicht. Und trotzdem hatten sie eine reale Beziehung zu diesem Gott des Himmels. Gott offenbart seinen Erlösungsplan auch Stück für Stück in unserem Leben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr.
Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Gott will mich und dich erlösen. Und das Ganze ist ein echter Kampf, in dem Gott Sieger ist. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Gott möchte uns nicht nur erlösen, er möchte, dass wir durch den Prozess der Erlösung ihn wirklich kennenlernen, wie er tatsächlich ist. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe, das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Wie oft geschieht es, dass wir schnell entmutigt sind und den Verheißungen Gottes nicht mehr wirklich glauben. Und Mose sagte, da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. Unglaube im Volk Gottes, er entmutigt die Boten, die das Evangelium in die Welt hinaustragen sollen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst die Schwierigkeiten, wegen derer wir oft verzweifeln. Und trotzdem willst du uns erretten. Du willst uns zeigen, wie viel Kraft du hast, damit wir dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Schenk uns Vertrauen in deine Verheißung, auch wenn sie sich nicht immer gleich sofort so erfüllt haben, wie wir gedacht haben. Das bitten wir im Namen Jesu.